Einzelne Fehler haben wir nun noch. Unter anderem ist hier das falsche Anführungszeichen gesetzt. Das heißt, falsch ist es ja eigentlich nicht. Man muss einfach konsequent sein. Ich persönlich bevorzuge diese französischen Anführungszeichen, aber diese hier sind genauso okay. Machen wir es konsequent, und da könntest du natürlich, wie vorhin gelernt, mit Befehl C oder Steuerung C dieses kopieren und hier wieder einfügen, und genauso mit dem schließenden Anführungszeichen vorgehen. In diesem Fall zeige ich dir jetzt aber noch, wo du die sogenannten Sonderzeichen findest oder Symbole. Über Einfügen, wenn ich es jetzt ein bisschen größer mache, hast du hier Symbole. Die wichtigsten oder die am häufigsten gebrauchten sind bereits drin. Du siehst, weil ich jetzt da ein bisschen herumexperimentiert habe, sind diejenigen, die ich in nächster Zeit brauchen möchte, auch schon drin. Über weitere Symbole kannst du diese Sonderzeichen aufrufen. Das ist sehr, sehr umfangreich. Diese Anführungszeichen würdest du hier gleich am Anfang finden, zum Beispiel dieses hier, und das schließende ist etwas darunter, ist da. Mit einem Doppelklick wird das automatisch eingefügt. Da hier dazwischen haben wir einen Bindestrich, das sollte aber ein Gedankenstrich sein, der ist deutlich länger, damit du jetzt nicht hunderte von Zeichen durchblättern musst. Empfehle ich dir gleich hier unten zu allgemeine Interpunktion zu springen, und hier hast du eben diesen längeren Gedankenstrich, den du auch wieder mit einem Doppelklick einfügen kannst. Als letztes noch hier diese Auslassungspunkte, die wurden gemacht, indem man drei Punkte hintereinander setzte. Effektiv ist es aber ein Sonderzeichen, das einfach ein bisschen größere Abstände hat. Das ist das hier. In Zukunft also kannst du hier drauf gehen, und die häufigsten, die solltest du hier wieder auffinden, ohne sie groß suchen zu müssen.